Ja, da sind wir wieder zu Let's Play Silent Hill. Ihr merkt schon, ich bin nicht gerade sehr begeistert. Aber nein, es ist jetzt nicht so schlimm eigentlich. Es ist nun mal Silent Hill. Moment. Hängt da irgendwas? Oder es hört sich ein bisschen an, als würde irgend. Ich weiß nicht, ob das. Das ist kein Klavier, ne? Moment. Was zur Hölle ist das? Das ist ein. Ich weiß nicht, also es hört sich an, als wäre, würde irgendjemand irgendwie, okay, irgendwo mit seinem Finger hängen geblieben sein, quasi. Immer wieder. Und natürlich ist es das. Sollen wir irgendwas übersehen? Na, immerhin ist es so nett, uns nicht in jede Tür reinlaufen zu lassen, die eventuell auch irrelevant ist. Schon wieder. Okay, eine Katze. Also, um sicher zu sein. Zuerst eine Schildkröte, eine Katze. Das auf irgendwas noch hinausläuft. Immerhin was gemacht. Okay, ich. Okay. Keine Ahnung, was geht. So, Gott sei Dank. Ich gehe mal da rein, so just for fun. Jetzt Waschmaschinen? Anscheinend ja. Was war das nochmal für ein Raum? Linen Room. Aha. Also heißt wohl Linen sowas wie Waschmaschinen anscheinend. Most illogical. Gucken wir weiter. Okay. Wie gefällt mir das nicht? Vielleicht sollte ich mir das mal aufschreiben, dass in Raum 301 ein Vogelkäfig ist. So, Raum 301 Vogelkäfig. Ich wette, das hat noch irgendwas damit zu tun. Ach ja, Krankenhaus. Krankenhaus. Sorry.
Oh, mit Start kann man reinzoomen. Nice. So, wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Oh, Speicherort. Aha. Okay. Vielleicht sollte ich mir das auch mal aufschreiben. Was sind wir hier? Ach, so, ist schon drauf am Stehen. Perfekt. Weil, also ich glaube nicht, dass da, sonst würde stehen irgendwie it's broken oder unusable oder I don't give a shit. Wow. Im Sinne von, oh mein Gott, die sind erschreckend, oh mein Gott, die ziehen einfach nur, die halten viel aus. Okay, da ist wieder irgendwas an der Wand, aber sonst hier nix. A steel plate. Das sollte ich mir vielleicht mal aufschreiben. Das ist, oldschool, ne? Ich meine, wisst ihr noch damals, wo man Spiele gespielt hat, wo es noch kein Internet gab? Das wissen wenige. Platte an der Wand. Also, wie gesagt, wisst ihr noch damals, wo es kein Internet gab und ihr Sachen aufschreiben musstet, damit ihr wisst, wo, wie, was war? Es gibt sogar Spiele, wo man keine Karte hatte. Ungefähr wie Doom. 3. Sieht sehr nach einem Raum aus. Nö, ist aber keiner. Dann gehen wir mal in die zweite Etage. Obwohl, Moment, ich hab doch irgend so einen Schlüssel gefunden. Ach, den habe ich aber anscheinend wieder aufgebraucht. So, wo geht's zu den Treppen? Nach unten wollen wir, ne? Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Atmosphäre doch nicht gruselig ist, aber es geht. Wow. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht wirklich gruselig im Sinne von, oh mein Gott, scheiß mich gleich ein, sondern eher so ein bisschen wie, pass auf, Junge. Du willst nicht sterben. Also, dann gehen wir mal aufs Klo. Gott sei Dank. Wie gesagt, eigentlich sind die verschlossenen Türen was Gutes, weil je mehr verschlossen sind, desto weniger muss ich hier rumschauen. Aha. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das noch von Bedeutung sein wird. Feuerzeug. Ich drücke immer Dreieck, weil ich irgendwie gewöhnt bin, dass Dreieck Karte ist. Ich weiß nicht wieso. Aber ich glaube, jetzt benutze ich lieber die Pistole.
Blut ist wahrscheinlich dafür, dass ich es irgendwo hinschmiere, damit die wahrscheinlich weglaufen oder so. Beziehungsweise irgendwie so Ablenkungsmanöver. Moment, nur auf der einen Seite sind Türen, oder? Jo. Bam! In den Pickel rein, ey. Ich will jetzt dazu nichts sagen. Was zur... Na, schon wieder. Aha! Auf Hater? Obwohl, Hatter? Wo stimmt, das ist was ganz anderes. Also ein Hatter ist ein Hutmacher. Ein Gehuteter. Es macht keinen Sinn. Es ist Silent Hill. Obwohl... Vielleicht steckt der verrückte Hutmacher dahinter. Dieser kleine Bastard. Überraschend ist hier keiner drin. Oh, ein Zettel. Clouds flowing over a hill. Sky on a sunny day. Tangerines that are bitter. Lucky four, leaf clover. Violets in the garden. Dandelions along a path. Unavoidable sleeping time. Liquid flowing from a slashed wrist. Verstörend. Ah. Ich verstehe. Eins, zwei, drei. Okay, irgendwie eins fehlt noch. Yellow. Use. Okay, ah, okay, ja, dann komme ich lieber wieder, wenn ich alle vier habe. Okay. Ach, ich habe aus Versehen aus dem Bild geklickt. Also ich habe einen Fenstermodus. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal in die dritte Etage. Sag ich da, ins Erdgeschoss quasi. Ach, was quasi, das ist das Erdgeschoss. Und mit diesem super tollen Geräusch machen wir jetzt hier einen Cut. Bis dann, Vomausen. Tschüss!